Moin Moin und Hallo, willkommen zu einem weiteren Video zu Destiny. Und zwar in dem Video zeige ich euch, wie ihr von Banshee die Waffenpakete zweifach bekommen könnt, also zweimal kaufen könnt hintereinander und wie ihr diese auch sofort entpacken könnt. Ich habe das Ganze jetzt heute per Zufall entdeckt und dachte, teile ich das direkt mit euch. Beziehungsweise vielleicht gibt es ja Leute, die sich ganz interessieren können, weil Banshee hat ab und an richtig geile Waffen dabei. Checkt die Videobeschreibung, da ist noch der Waffentagslieferung von heute dabei, also der dritten Ausgabe auf meinem Kanal. Und da war ein Impulsgewehr dabei, was so richtig geil ist, also die Ludmilla D, aber mit richtig, richtig guten Perks, sogar in mehreren verschiedenen Varianten, also alle drei, die angeboten hat, waren gut. Für nächste Woche ist ebenfalls die Ludmilla D geplant, sowie die Irene RR4. Die Irene RR4, das ist eine Sniper, ähnlich wie der leere Blick, nur mit etwas mehr Schlagkraft, weniger Auto-Aim, dafür halt mit in Anführungszeichen Random Perks, und diese kann halt auch den Perk Roulette haben, damit wird sie halt so One-Hit-Sniper. Dazu habe ich aber bereits schon mal ein Video gemacht. Jetzt geht es erstmal darum, wie man die Pakete doppelt und dreifach bekommt. Ich habe das Ganze jetzt auch ungeschnitten gelassen, einfach aus einem ganz einfachen Grund, um euch zu zeigen, dass ich das auch per Zufall entdeckt habe, weil hier seht ihr es, hier dümpel ich im Turm rum, habe nichts Besonderes gemacht. Mir ist aber halt aufgefallen, wie man diese Pakete doppelt bekommen kann. Und das, wie gesagt, das wollte ich halt mit euch teilen. So, hier laufe ich erstmal zu Banshee. Wichtig anzumerken, ich war vor 10 Uhr im Turm, also vor der täglichen Aktualisierung. Deswegen habe ich jetzt dementsprechend auch hier die Angebote von ihm für nächste Woche. Also die Waffenpakete für nächste Woche habe ich jetzt bei ihm im Angebot. Diese habe ich hier gekauft, weil ich dachte, komm, wenn ich schon mal hier bin, kaufe ich das Zeug auch direkt. Mir ist aber was aufgefallen, als ich in den Orbit geflogen bin, wurden diese Pakete automatisch zur dieswöchigen Waffenlieferung, hier seht ihr es, sind noch nicht gold markiert, die Pakete. Das heißt, die müssten eigentlich erst nächste Woche quasi entpackt werden, also gold aufleuchten. Dem ist aber nicht so. Ich bin in den Orbit geflogen und auf einmal blinken diese Dinger auf und als ob ich diese schon eine Woche im Inventar hätte. Ja, und dadurch konnte ich diese Pakete quasi heute schon öffnen, obwohl sie erst nächste Woche verfügbar sind. Das Interessante ist, nachdem ich diese Pakete entpackt habe, werde ich auch gleich zeigen, was in diesen Paketen drin war. Ich habe auch leider nur zwei kaufen können, weil mein Primärwaffenslot war leider voll. Wäre das nicht der Fall gewesen, wäre mein Primärwaffenslot nicht voll gewesen, hätte ich sogar alle fünf Waffenbestellungen kaufen können und diese auch direkt heute entpacken können. Und noch einmal kaufen können. Das heißt, ich fasse hier mal kurz zusammen, wie das Ganze funktioniert. Ihr müsst vor der täglichen Aktualisierung am Mittwoch im Turm, das heißt, ihr müsst spätestens 9.55 Uhr in den Turm fliegen, dann ein bisschen im Turm rumdümpeln, dann kommt diese Aktualisierung, die neuen Pakete werden freigeschaltet. Ihr begebt euch nach der Aktualisierung, nach der täglichen Aktualisierung, also 10.02 Uhr, 10.01 Uhr, in den Orbit, nachdem ihr natürlich die Pakete schon vorher gekauft habt. Und auf einmal, zack, hier seht ihr es, die Pakete blinken auf, die ich gerade eben erst gekauft habe. Das ist meines Erachtens, ja, cool, sogar eventuell sehr cool, weil es könnten richtig gute Waffen darunter sein. Und es ist ja nicht schwierig, die Dinger zu kaufen. Man braucht lediglich gerade mal 2500 Glimmer. Und hier seht ihr es. Babams, ich habe die Dinger da. Also die Pakete, die eigentlich heute erst angeboten werden, für nächste Woche, kann ich heute schon entpacken. Und nachdem ich die Dinger entpackt habe, kann ich sie noch einmal kaufen. Diesmal natürlich nur absolute Rotz-Skills dabei. Also leider nichts Gutes. Vor allen Dingen, ich bin eh kein Fan von den Surus-Raketenwerfern, da diese einfach einen Perk weniger haben als andere. Dafür kann man sie aber natürlich mit vergrößerten Explosionsradius spielen und man kann sie auch mit Speer spielen, also mit einer verbesserten Geschwindigkeit. Einer von diesen Raketenwerfern, also der auch mit Fressrausch, hat auch die Fähigkeiten gehabt, einmal, dass ein größerer Explosionsradius da ist und einmal beschleunigte Geschwindigkeit auf den Geschossen. Hier ist der Raketenwerfer, hier zeige ich ihn euch. Ich habe halt den genommen, es gab halt nichts Besseres zur Auswahl. Mit dem Titan, mit dem
Trikonauten könnte dieser Raketenwerfer eigentlich ganz gut gespielt werden, obwohl ich sagen muss, Granaten und Hufeisen ist immer noch eine der wichtigsten Fähigkeiten für Raketenwerfer. Ihr seht das halt, die Geschwindigkeit ist fast auf Maximum. Durch schwere Ladung ist ebenfalls nochmal der Explosionsradius fast auf Maximum. Das Ding hat also quasi fast maximal Explosionsradius und fast maximal Geschwindigkeit, also relativ gut. Hier seht ihr die andere Waffe, die ich bekommen habe von Banshee, und zwar die Irene RR4, die eigentlich ja nächste Woche erst im Angebot sein sollte. Hier seht ihr es, hier kann ich den Raketenwerfer nochmal kaufen, obwohl ich ihn gerade erst entpackt habe. Und die Irene, die 4, RR4, die er dabei hat, ist eigentlich ganz okay. Die hat nämlich die Fähigkeit Roulette, das heißt, das Ding wird zu One-Hit-Sniper, wenn die Roulette-Kugel auf einen Schuss gestapelt wird. Somit macht er in den Körper 217 Damage. Also eine Art Aphrodite Speer, nur halt mit Zufall und nicht mit geplanter Kugel. Wie das Ganze funktioniert, habe ich schon mal in einem anderen Video gezeigt. Da könnt ihr gerne mal eine Videothek durchstöbern, beziehungsweise in die Beschreibung gucken. Dort werde ich den Link nochmal beifügen zu der Irene RR4, wie das Ganze mit Roulette funktioniert. Und beziehungsweise warum ich finde, dass diese Sniper allgemein eine der besten Snipen ist, wenn nicht sogar die beste, weil sie halt meines Erachtens, ich mag kein Auto-Aim, ich mag eher Snipen mit einem geringen Auto-Aim, weil das, ich habe halt früher auch immer mit Aphrodites Speer gespielt und das hat da auch so gut wie gar kein Auto-Aim gehabt. Aber das ist natürlich meine persönliche Meinung. Die leere Blick ist mindestens genauso gut. Manche finden wahrscheinlich leere Blick sogar noch besser, weil sie halt diesen unendlich hohen Aim-Assist hat. Also dieses Auto-Aim bei der leere Blick ist extrem hoch. Der liegt bei ca. 80. Mit den richtigen Visieren kommt er sogar noch höher. Und mit den richtigen Perks, zum Beispiel sowas wie versteckte Hand, schafft ihr es quasi sogar fast an die 100% Auto-Aim ranzukommen. Also extrem gut die leere Blick. Aber die Irene RR4 ist nicht zu unterschätzen, weil sie hat die gleiche Schussfrequenz, verursacht aber mehr Schaden als die leere Blick und ist halt relativ interessant, weil man mit ihr wiederbelebte Gegner one-hitten kann. Also man verursacht halt mehr Schaden, 451 in den Kopf, also, und mit der leere Blick 417. Das ist schon ein Unterschied, der etwas ausmachen kann. Nicht muss, aber kann. Außerdem liegt es immer an der Spielweise, ob einem das gefällt, was man als Waffe angeboten bekommt und was nicht. Dafür sind natürlich die Omolon-Visiere gewöhnungsbedürftig. Es gibt gute Visiere, aber diese tauchen relativ selten auf. So, das wär's auch schon. Das Video neigt sich dem Ende zu. Ich hoffe, ich konnte, ja, soll man sagen, euch informieren, was das angeht, beziehungsweise euch mein Lucky Found zeigen, den ich bekommen habe. An der Stelle verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zuschauen und man sieht in einem weiteren Video zu Destiny. Ciao, ciao.